Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Valheim im Voucher mit unserem Alderle. Die letzten Feinholz bin ich am Farben. Ich war jetzt nochmal in drei Instanzen drin, hier im alten Graslandgebiet, und habe uns Waren geholt, die wir beim Haldor verkaufen. Es geht komplett auf meine Rechnung. Ich war nochmal sehr fleißig. Ich habe auch noch Eisen geholt. Daheim ist alles vorbereitet für die letzten Aufwertungen. Jetzt müsste ich hier nur nochmal richtig treffen. So, ich bin natürlich komplett überladen nach dem Inni-Run. Ich habe nämlich tatsächlich zwischendrin nicht abgeladen. Ich brauche noch so um die 20, 30 Feinwood, noch 10 Stück. Das lasse ich jetzt alles mal liegen, das holen wir dann später. Ich bräuchte jetzt noch eine Birke und dann gehen wir heim pennen. Da hinten war ich, siehst du, da hinten blinkt es auch, da habe ich auch schon mehr einladen können. Eine Birke bräuchte ich noch, liebes Spiel, da vorne ist eine. So, ja, es müssen nicht ganz 30 sein, es reichen so über 20. Und dann gehen wir heim, aufwerten. Ich gehe kurz beim Haldor noch vorbei und ich hole euch jetzt gleich ab, wenn ich gepennt habe, hier im Gebiet. Ist gerade ein bisschen wackelig hier, was ist los? Ja, ich bin nah an der Grenze, wo diese FPS-Einbrüche sind bei mir zu Hause. Deswegen gehe ich jetzt auch gleich zurück, schlafen, dann hole ich euch auf dem Feld auf, ab. Ich habe nämlich tatsächlich unsere Felder, während ich Eisen gefarmt habe, nochmal organisiert, immer hin und her gesprungen, sodass wir jetzt heute auch ein paar von diesen Rüben haben. Schade um das ganze Holz. 26 reicht, ne? So, ich bin hier. Da oben ist jetzt soweit alles erledigt. Ich würde sagen, ich hole euch gleich zu Hause ab. Ist jetzt schon ein bisschen später am Tag. Ich war nämlich gerade schon beim Haldor, habe unser Zeug verkauft, das Inventar ein bisschen geleert. Unsere 6 Ymir-Fleisch, Restkohle 62 Gold. Und ich warte jetzt hier gerade auf die Felder. Die sind nämlich noch nicht ganz so weit. Die ersten Karotten schießen langsam raus. Soweit habe ich schon mal organisiert. Eine Reihe Saatkarotten, beziehungsweise schon zwei Reihen normale Karotten. Gleiches Spiel hier drüben. Ich habe hier die Rübensaat drin und hier die normalen Rüben. Die würde ich jetzt noch kurz hier abwarten, aber ich mache jetzt hier nicht viel. Ich laufe kurz bei den Schweinen rum, schaue, ob bei denen alles in Ordnung ist. Es spawnen auch keine Feinde mehr hier drin durch die vielen Werkbänke. Also das passt soweit. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich mit diesen Rüben und Karotten drüben an der Hauptbase, am Bunker. Und dann werten wir unsere Sachen auf. Ich habe geschaut, die Schmelzen sind soweit durchgelaufen. Es müsste jetzt normalerweise alles da sein, um uns voll auf Eisen aufzuwerten. Komm, wir gucken noch kurz gemeinsam hier rein. Kann ja sein, dass es gleich soweit ist mit den Feldern. Servusle. Guck mal, die habe ich gerade eben gefunden, als ich zum Haldor gelaufen bin. Los, das schmecken, Bursche. Los, das schmecken. Servus. Vorne liegen Bärchen. Vorne liegen Bärchen. 10 Schweine, 4 Bärchen. Ist aber auch geizig, gell? Aber ich habe jetzt gerade nichts anderes am Start hier. Ich musste vorhin sogar ein paar Bärchen rausschmeißen, als ich so überladen war mal wieder. Ach, schön, oder? Ich weiß gar nicht, welches habe ich denn jetzt schon gestreichelt. Wahrscheinlich alle, gell? Du hast dich aber gut getan da hinten. Manchmal gehen sie sogar hier rein. Also das sieht zum Teil richtig süß aus. Ich glaube, wenn du sie gestreichelt hast, siehst du die Namensschilder, ne? Danach. Für eine gewisse Zeit jedenfalls. Chorferkelmeadow? Chorferkelmeadow? So, komm, einen Blick noch. Wenn es da nichts ist, warte ich hier eben kurz ab. Und wir verzischen uns dann rüber. Müsste eigentlich jeden Moment soweit sein. Vielleicht noch einmal pennen. Dann organisiere ich das ganz kurz, soweit ich komme. Und dann machen wir unsere Equip-Aufwertung und dann sind wir gestärkt und dann geht's die Arena vorbereiten und dann kommt der Bosskampf und das alles heute. So, die ersten Rüben, da können wir heute schön Bufffood kochen. Jetzt bin ich mal gespannt, weil hier hatten wir ja auch noch welche. In den heimischen Gärten, sage ich jetzt mal. Ah, da blinkt unser Material. Zieht's euch rein, was wir jetzt alles haben hier. Das sammeln wir ein, hier ist voll, ein bisschen was haben wir noch übrig. Ich habe es genau abgemessen jetzt und dann gehen wir aufwerten. Dubidubam, die sind auch fertig hier, gell? Jetzt machen wir es mal so, ich habe ja die Saatrüben noch drüben drin. Ich kümmere mich dann nach der Bossbegegnung mal drum, dass die Felder so eine Art Routinelauf kriegen, weißt du? Die habe ich, glaube ich, erst geleert. Was ist hier noch alles drin? Ein Feldbearbeitungszeug von hier. Hier ist auch noch Geld. Da haben wir auch noch Kohle gehabt, siehst du? Das habe ich komplett vergessen. Ich glaube nämlich, dass ich letztens beim Geld habe ich Harz eingeräumt. Als ich unten die Schränke durchgeguckt habe, denke ich, wieso ist denn da Harz drin? Was ist denn da los? So, jetzt muss ich mal ganz eben kurz gucken. Ich möchte nämlich gerne Rübeneintopf machen, da brauchen wir Fleisch. Und ich habe mich entschieden, dass wir den Rübeneintopf nehmen mit 50-50. Und die Würste nehmen wir mit. Und hier habe ich mich entschieden zwischen Beerenmarmelade 30, 40, 20, 60. Ich gehe mehr auf Ausdauer, ne? Ich verzichte auf die 10 Leben von der Marmelade und nehme mir ein bisschen mehr Ausdauer mit, weil wir wahrscheinlich ja viel ausweichen müssen. Das heißt, wir brauchen Karotten, rote Pilze, Fleisch, Innereien, Disteln und Fleisch. Das machen wir jetzt. Machen wir unser Bufffood kurz. Die Innereien finde ich natürlich bei meinem Freund. Zack, zack. Dann gibt es, glaube ich, eine Kiste, die nennt sich Blumen und Samen.
zack, zack. Ich weiß nicht, wie viel ich insgesamt brauche. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht sicher. Ich glaube, Honig brauche ich überhaupt gar nicht zum Kochen, ne? Ah, schön, wie sich so langsam alles ansammelt. So, hier haben wir noch die Karotten. Und Fleisch brauche ich. Und das hatte ich, glaube ich, momentan hier vorne drin. Fleisch, Rüben, Innereien. Müsste jetzt alles da sein. Komm, wir gehen gucken. Ich will natürlich. Und die Dings habe ich noch einmal gemacht. So eine Gesundheitsmischung, ne? Habe ich uns nochmal eine durchgejagt. Die müsste auch fertig sein, oder? Ja, Baby. Sehr schön. Gesunder Met. So, meine Lieben. Dann gehen wir mal her. Und schauen wir mal rein. Also, Würste mache ich auf jeden Fall nochmal 8 Stück. Da haben wir nämlich auch noch welche unten drin. Rüben. Au. Wie viel kommt da raus? Eins nur. Wieso? Rübeneintopf. Wieso kann ich. Inventar ist voll. Da ist doch. Das kann doch draufstecken, Digga. Muss ich kurz ausladen. Habe ich es gut meinen, ne? Hier habe ich die Tränke. Odins Tränke für die Schenke. Dann muss ich kurz in meinen Lieblingsraum, der noch lange nicht fertig ist. Hier habe ich, glaube ich, das Geld immer drin gehabt. Sabdabidubam. Sabdabidubam. Stein. Und dann haben wir noch ein bisschen Hirschfell. Fupp. Und diese uralte Rinde, die kann ich ja mal ganz kurz. Hier war die immer drin. So, jetzt geht's weiter. Jetzt nehme ich aber hier schon mal die Sachen raus, welche ich schon fertig habe. Karottensuppe haben wir keine drin. Hauptsache Schränkle. Hier haben wir mal 11 Würstchen. Marmelade habe ich sehr verzichtig. Die Tränke und den Gifttrank müssen wir nachher mitnehmen. Aber erstmal kommen die Aufwertungen. So, weiter geht's. Mr. Küchenmaschine. Ha, jetzt machen wir erstmal Rübeneintopf. Gleiche Menge, würde ich sagen, fast wie Würstchen. Okay, das geht nicht. Dann verkoche ich die kompletten Rüben. Müssen wir ein bisschen sparsam sein, ne? So, das war die Geschichte. Würste haben wir, Rüben haben wir und ich wollte noch Karottensuppe machen. Ah, die roten Pilze habe ich vergessen. Ist recht. Karotten und rote Pilze. Rote Pilze haben wir natürlich hier. Karotten habe ich hier. Ich habe noch keine Rübenkiste, sehe ich gerade. Ich habe ja noch. Kann ich eigentlich die Rüben hier draufziehen? Ich muss kurz gucken. Nee, das geht auch nicht. Dann würde ich sagen, wir machen Karotten und Rüben zusammen in eine Kiste, ja? Erstmal, da oben kommen ja noch welche hin. So, rote Pilze habe ich, Karotten habe ich, Fleisch brauche ich dann offensichtlich nur, wenn ich noch mehr Würste mache. Aber jetzt so viel kann man ja gar nicht essen in einem Bosskampf. Ich schätze mal, dass wir zweimal nachessen, im Höchstfall. So, mein Freund, Karottensuppe. Machen wir uns auch mindestens 5 Stück. Eher noch mehr. Also, dann sind wir auf jeden Fall barfu-technisch mal auf dem Stand, auf dem ich auch angekommen bin. Danach geht es natürlich weiter. Lochsfleisch gibt es noch und so weiter, ne? Dann. War das ein Vogel? Dann werden wir irgendwann auch Seeschlangenfleisch uns besorgen und so weiter. Ich glaube, das reicht für die Bossbegegnung. Muss ich mich mal aufpassen. Ich habe die Spikes, muss ich nachsetzen. Nach dem Bosskampf machen wir mal Ordnung, gell? So, meine Lieben, das war die Geschichten. Pilzchen. Dann haben wir. Ich mache das jetzt gleich wieder weg. Dann ist Ordnung im Laden. Dann haben wir hier die. Der gehört eigentlich hier nicht rein. Das ist eigentlich die Blumenkiste. Und drunter ist die Samenkiste. Siehst du? Kiste, Kiste. Dann haben wir hier Innereiskies. Und Fleisch. Das war's. Das ist unser Bufffood. Die Karotten müssen noch weg. Und die hatte ich doch jetzt angedacht, hier mit reinzuschmeißen, ja? So. Bogen weiß gar nicht, ob wir den unbedingt mitnehmen. Jetzt geht's an die Aufwertung. Und ich würde sagen, wir gönnen uns als allererstes mal unseren Hammer. Dem fehlt nämlich noch die letzte Stufe, die teuerste Stufe mit 6 Ymir-Fleisch. Und zwar. Ja, das machen wir jetzt und dann gehen wir ebnen, ne? Eisenhammer. 6 uralte Rinde, 45 Eisen. Letzte Aufwertungsstufe. 6 uralte Rinde. Ist das geil, wenn man ein Lager hat, oder? Und alles einfach nur rausholen kann, wenn man es braucht. 6 uralte. Und 45 Eisen. Da müssen wir draußen kurz Ordnung schaffen. Das habe ich nämlich noch nicht sortiert. Ich habe es nur durchgejagt, ne? Die fülle ich gleich wieder mit Kohle. Die.
So, das ist erledigt. Dann haben wir Kohleüberschuss mittlerweile. Sehr gut. Dann brauchen wir 45, also noch zwei. Und dann hoffe ich, dass ich noch reingelaufen kriege. Das reicht doch, oder, Alterle? Ich will meinen Ömerhammer aufwetten. Wenn alles klappt, müssten wir es auf dem kompletten Mars hoch haben. Ich habe natürlich jetzt die nächste Zeit keinen Bock mehr, irgendwelche Krypten zu besuchen. Aber das kommt bestimmt auch wieder. So, kurz schnaufen. Nochmal rein. Und um die Ecke mecke. So, Leute. Upgrade. Eisenhammer. Bämsle. Gibt keine Stufe mehr. Er ist auf der höchsten Stufe angekommen. Hammer. Und dann würde ich sagen, als nächstes Update fasse ich ins Auge unseren Einhandkolben. Einhandkolben, da brauche ich, glaube ich, 30, wenn ich es richtig... Ich habe mir das alles hier rausgeschrieben. Die letzten zwei Aufwertungsstufen kosten, glaube ich, 30. Bin mir nur nicht ganz sicher. Wir gucken mal, ob es reicht. Nee, warte mal, wo habe ich denn das hingeschrieben? Der Kolben kostet uns 50, Leute. 50. Letzte Aufwärtsstufe vom Kolben sind 50 und jedes einzelne Teil von unserem Equip, also Hose, Helm und Brust, die kosten nochmal 30, das was wir auf dem höchsten Stand haben. So, die mache ich jetzt dann auch mit einem kleinen Schnippler, weil wir müssen ja noch das Bossgebiet ebnen. Ne? Da sind wir nämlich noch eine Weile beschäftigt, bevor wir heute den Boss-Try machen und den will ich heute unbedingt. Der kriegt heute mein Kolben das erste Mal. Das hört sich schon wieder so falsch an. So, Upgrade. Der Eisenstreitkolben geht auf die Stufe 3. Bam, der Eisenstreitkolben geht auf die Stufe 4. Bam, und ich würde sagen, abschließend machen wir noch das Schild zusammen. Und dann mache ich die drei Teile noch geschwind. Und zwar kostet uns das Schild... Oh ja, hierfür brauchte ich das Edelholz. Ich gucke nochmal. Und ich glaube, das Schild hat er gar nicht so viele Stufen. Eine Stufe noch. Das Schild hat, glaube ich, nur drei Stufen. 20 Edelholz... Ich liebe übrigens Spiele, wo man sich so ein bisschen was rausschreiben muss, wenn es zu viel wird. Dass man nichts vergisst, wo man sich so ein bisschen einen Plan macht, weißt du? Ich schreibe mir das dann immer auf, was ich noch brauche, wo ich hin muss, die Routen. Deswegen kommen wir eigentlich auch recht gut durch. So, die 20 Edelholz habe ich. Jetzt schaue ich nochmal kurz eine. Oder ich kann da drüben gucken. Wenn ich aufgeschrieben habe, ich 8 Eisen. Siehst du? Passt. So, liebe Kiste, gib mir den 10er. Dann haben wir alles so weit oben. Ist das nicht genial? Bis auf den Umhang, da gibt es bestimmt noch bessere. Aber den Trollumhang, der hat auch nur eine Rüstung und der kriegt ja nur einen Set-Bonus. Deswegen habe ich beim Umhang jetzt nicht rumgemacht. So, verstärktes Schild, wenn ich richtig weiß, letzte Stufe. Ja, letzte Stufe. Schild ist ganz oben. So, Leute, jetzt passt auf, folgendermaßen. Unsere Arbeit hier ist getan. Wir haben Buff-Food. Ich räume das jetzt schon mal mit. Wir haben Buff-Food. Wir haben... Gifttränke, wir haben ein bisschen was, wo ich mich heilen kann. Läuft. Wir werden auf jeden Fall ausgeruht in den Kampf gehen. Wir werden sehr früh morgens in den Kampf gehen, dass uns die Nacht nicht überrascht. Als nächstes jetzt gehen wir an den Bossplatz, machen alle Feinde weg außenrum um den Totenschädel und ebnen das Ding. Das mache ich natürlich zum Teil in der Folge, zum Teil nach der Folge, also nach dem Schnitt. Und dann machen wir den Bosskampf. Dann sehen wir uns gleich drüben im Sumpf beim Knochenstopfer. Knochenschlotzer, oder wie? Ich vergesse sie jetzt. Ich nenne die jetzt Knochenstopfer. Knochenwanst, Herrgott. So, bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt gehen wir den Bosskampf vorbereiten. Schaut mal auf die Leiste. Ich glaube, so viel Ausdauer und so viel Gesundheit hatte ich noch nie. Ich habe testweise mal von jedem eins reingeschmissen. 140 Leben haben wir jetzt aktuell. Ich habe auch mal ein bisschen Honig auf jeden Fall eingesteckt für alle Fälle. Weil können wir uns auf jeden Fall zusätzlich heilen. Jetzt würde ich Folgendes vorschlagen. Jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Wo war denn das Dings hier? Das sind meine Skills. Gucke ich auch viel zu wenig rein, gell? Die Spitzhacke steht da irgendwo. Grauzwerge, Wächteraltäre, Schmelzofen, Spitzhacke. Da steht jetzt nichts von dem Lagerfeuer. Ich habe mir überlegt... Doch, warte mal, da stand was. Nass. Hier, das sind die aktiven Effekte. Erhöht die maximale Gewicht. Das ist der Gürtel. Müssen wir nachher machen. Das Lagerfeuer bringt ja eine schnellere Regeneration von Gesundheit und Ausdauer. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich die Arena um den Schädel rum viereckig aufbaue und an jedes Eck ein kleines überdachtes Lagerfeuer anbringe, sodass wir eventuell, falls, je nachdem, ich habe ja keine Ahnung, was auf mich wartet, wie schwierig das für mich wird,
dass ich da so eine kleine Regenerationsstelle mir aufbaue vielleicht, weißt du? Dass wir regenerieren können. Und natürlich muss ich die Knochen noch holen daheim. Weißt du, weil hier sind wir tatsächlich unter Wasser. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt angehen. Wenn Feinde kommen, würde ich die nämlich jetzt gleich wegschnetzeln. Das heißt, ich muss... Guck mal hier, das wäre doch übel, wenn du hier steckst, ne? Und der Boss kommt. Jetzt machen wir mal ganz kurz Folgendes. Oh. Oh, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich bin ja im Sumpf. Je. Geht schon gut los. Noch nicht mal angefangen. Aber ich bin ein bisschen entspannt, weil wir haben nämlich eigentlich gute Werte. Und Blut kriegen wir jetzt auch, diese Blutbeutel, ne? Wo ist denn der? Habe ich sie jetzt alle erwischt? Ja, ich glaube schon. Hör auf zu ticken, Alter. Die Schande. Guck mal. So ein Draugr ist jetzt mit der neuen Ausrüstung so ähnlich wie die Grauzwerge damals. Der hat das Gefühl gehabt, da schießt einer. Jetzt bin ich mal gespannt, wie langwierig die Aufgabe hier sein wird, das zu ebnen. Es muss ja eine Tiefe oder hoch sein, ne? Wichtig wäre, glaube ich, dass wir halt laufen können. Da sparen wir uns einen Haufen Stress, schätze ich mal. So, und hier dann einfach so hinter einem Baum irgendwie einfach minimale Lagerfeuerlecks jetzt. Natürlich müsste es überdacht sein, dass es nicht ausgeht. Aber es kann auch sein, dass wir gar nicht so viel regenerieren müssen, wie ich jetzt gerade schon wieder Panik schiebe, ne? So. Und wir sind noch dann normalerweise vor den Dingern auf jeden Fall sicher hier, ne? War da nicht gerade eben einer? Doch, da hinten steht er. Habe ihn erwischt? Nicht so. Die Richtung stimmt aber. Komm mal her, ich mach den gleich weg, sonst kommt der zum Boss. Ich habe ihn ja schon erwischt, cool. Da-da-da-dam. So, Leute, das ist natürlich jetzt eine riesen Fleißarbeit, aber die mache ich mir. Dann haben wir nachher einen angenehmeren Bosskampf, schätze ich mal. So, da würde ich jetzt auch sagen, ich hole euch rein, wenn ich es geebnet habe, oder? Und dann starten wir den Boss. Da hole ich noch kurz die Knochen zu Hause. Nimm dann gleich Barfood und alles und dann bin ich jetzt gleich wieder kampfready hier. Und das mit den Lagerfeuern überlege ich mir, sage ich euch dann gleich Bescheid. Vielleicht muss ich ja nicht ganz so weit, ich muss ja nicht das ganze Gebiet ebnen, ne? Machen wir mal von hier ab. So, bis gleich. Der Boss wartet auf uns. Die Arena ist geebnet. Ich verzichte auf die Lagerfeuer. Ich bin ein bisschen nervös tatsächlich. Wir pennen jetzt einfach und dann gehen wir los, meine Lieben, und machen unseren ersten Versuch. Da ist ein bisschen wackelig gerade, weil das Bett fast im Fass drin sitzt. Als du erwachst, hast du einen Kriegsschrei auf den Lippen. Das ist schon mal sehr vorteilhaft. Gut, gemütlich 5, da habe ich mich jetzt auch nicht weiter drum gekümmert. Wir nutzen jetzt den frühen Tag, gehen direkt durchs Portal und dann fangen wir einfach an, würde ich sagen. Boss. Ja, wir haben alles. Jetzt ist auch gerade das Barfood ausgelaufen. Das mache ich natürlich jetzt gleich hoch, bevor wir den Boss dann beschwören. Wenn ich es richtig weiß, warten auf uns 3 Attacken. Der Boss hat eine Nahkampfattacke. Und diese Nahkampfattacke sollten wir versuchen zu blocken oder zu parieren. Das zweite, der Boss macht einen Gifteffekt, einen AOE-Effekt aus Gift. Da sollten wir versuchen rauszulaufen. Und das dritte, er spawnt Gegner. Bis zu 8 Gegner gleichzeitig können durch den Boss beschworen werden. Sobald er die Attacke macht, dünnen wir aus, würde ich sagen. Alles klar, sind wir gespannt. Waffen sind parat. Ich habe auch die Feinde ausgedünnt, muss aber dazu sagen, da kamen immer wieder welche nach. Deswegen habe ich irgendwann einfach mal aufgehört, ne? So, meine Lieben. So wie wir sind, sind wir. Das Einzige, was ich noch machen muss, kurz tatsächlich. Und ich sollte vielleicht tatsächlich auch schon mal den Giftresistenztrank reinschmeißen. Sobald der Boss ungefähr bei der Hälfte ist, wenn wir das schaffen. Das werden wir schaffen. Ich ziehe jetzt aber meinen Eisenhelm an, ne? Der Boss wird ja hoffentlich ein bisschen leuchten. So, pass auf. Jetzt muss ich hier einmal ganz kurz, zack, 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 auf die 5. Hier drauf. Auf. Okay, nochmal ganz kurz den Bogen tauschen. Kann ja sein, es ergibt sich eine Situation. Waffen gezückt. Und da ist schon der erste Feind. Okay. Da ist er, Leute. Knochenwanst. Ich nenne ihn ja eigentlich Knochenstopfer. Jetzt mache ich erstmal den hier weg. Siehst du, den habe ich gar nicht gesehen. Hätte ich nochmal gucken können. So, jetzt müssen wir den Boss erstmal beobachten. Was macht er denn? Das sind, glaube ich, die Adds. Wenn er schmeißt, sind es Adds, ne? Okay, wenn wir da gleich drankommen. Das war sein Arm. Den hätte ich blocken sollen. Und das wäre auch meine Chance gewesen. Was macht er jetzt? Nix.
Okay, vielleicht nehme ich das Schild noch mit. Dafür habe ich es gebaut. Ich beobachte erstmal, ne, dass ich die Attacken sehe. Jetzt bin ich vergiftet. Das ist die Kotze. Diesen Gifteffekt sollte man am besten meiden. Ich weiß nicht, ob unsere Resistenz dagegen hilft. So, jetzt. Okay, ich habe ein... Ah, wir machen halt aber auch geil Schaden auf dem. Guck mal. Also gut, ja, das geht. Ich dachte, dass der viel wilder ist. Jetzt schmeißt er wieder. Ich wechsle meine Waffe. Und da gehe ich direkt hin am besten, ne? Bam. Das sollte eigentlich... Jetzt hat er den Gifteffekt. Ja, das geht. Ich dachte, dass der mehr Schlagfrequenz oder so aufweist vielleicht, ne? Ich bin doch voll im Saft. Ist alles gut. Ich muss nur... Ist das jetzt auch ein Gifteffekt? Und ab und zu auch mal wieder ein bisschen ablassen von ihm. Ah ja, der, ich dachte, der schlägt ständig durch, weißt du? Ich gehe mal zur Arena zurück, deswegen habe ich sie geebnet. Seht ihr, das wäre halt fatal, wenn es immer so langsam wäre. Jetzt spuckt er. Ich kann ja mal, ich glaube, der Boss heilt sich auch tatsächlich, habe ich mal gehört. Ja, guck mal, 0,7. Deswegen ist es Blödsinn ohne Frostpfeile, ne? Ich glaube, Frostpfeile sollen effektiv sein. Okay, er macht seine Schleuder. Gut, dass wir aufgewertet haben. Die Ads sind mit einem Ding weg. Geblockt. Ah, scheiße. Ich wollte parieren. Jetzt kommt der Gifteffekt. Wir gehen raus. Der ist ziemlich weitreichend. Guck mal. Okay. Aber wir haben ja Gift dran. Heilen muss ich mich, glaube ich, noch nicht, oder? Ausgeruht-Bonus ist auch noch aktiv. Das war blöd. Du musst tatsächlich... Boah, wir machen aber auch geil Schaden. Ich nehme mal einen Drang zur Sicherheit. Darf ruhig hochticken, oder? Du, selbst wenn man jetzt nicht so das, der Parierer ist, weißt du? Ich bin da echt nicht gut drin, weil ich es noch nicht so geübt habe. Aber es funktioniert trotzdem. Jetzt macht er seine Schleuder. Guck mal, wir haben den ja schon fast auf der Hälfte. Ja, das ist blöd. Ich glaube, ein Skelett lebt noch. Aber ich kann ja auch mal raus, rein und dann den Hammer-Move mal machen. Dann ist das Skelett nochmal mit weg, ne? So, weiter geht's. Ja, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen angekommen, ne? Ist nicht so tragisch. Das geht. Okay, Gift-Move raus. Eine Minute 18 Abklingzeit für den Drang. Wir haben sehr, sehr gute Werte. Da ist alles super. Und ich brauche nur blocken. Ich muss nicht unbedingt parieren, wenn ich jetzt ein bisschen... Guck mal, ich habe sogar einen zweifachen Dreier-Move angebracht. So, komm, Digga. Ich habe auch noch den Eiktür-Buff, ne? Darf man nicht vergessen. Okay, er macht wieder seine Ads. Alle zerstört oder lebt noch einer? Einer lebt noch, gell? Schleimi. Bam, weg ist er. Ich wechsle. Und ab dafür. Wanz, mein Freund, jetzt bin ich echt froh, dass er nicht ganz so tragisch ist. Ich dachte, es wird schwieriger. Ich nehme an, dass es aber am Equip auch viel liegt, ne? Weil wir echt gut ausgerüstet sind. Ich habe blockiert. So, okay, er macht wieder irgendwas. Kotzer. Giftrang läuft noch. Ich könnte auch unseren Eiktür-Buff mal reinhauen jetzt. Wir sind ja schon über der Hälfte. Du aktivierst die Kraft von Eiktür. Zack, gut, schon habe ich wieder nicht aufgepasst. Okay, wo schmeißt er die hin? Drei Blobs. Alle zerstört? Alle zerstört. Ich wechsle. Wenn der Drang frei wird, nehme ich einen. Sicher ist sicher. War eh schon ein bisschen leichtsinnig gerade. Kotzt. Alles klar. Essen muss ich nicht. Alles klar, Leute, super, oder? Ich bin total happy, dass es so gut läuft. Vorbereitung ist halt schon ziemlich... hilfreich, ne? Mach gleich noch einen Dreier. Schild hoch. Ah, Schild hätte es hoch machen müssen. Aber wir haben super Rüstung. Wir halten auch eine ganze Menge. Guck mal. Geile Geschichte. Da bin ich dann immer zu mutig. Er kotzt. Von mir aus. Kein Problem. Ich nehme mal einen Honig. Geht nicht. Magen ist voll. Er schmeißt wieder. Und... Bam.
Die zwei Schleime leben noch. Parieren. Ah, knapp. So, Wanz, das wird jetzt sein letztes. Mehr kriegt's. Einfach normal blocken. Man muss ja den Schaden nicht unbedingt einstecken. Den Hammer, Leute. Den Hammer! The mass is no longer moving. Ja. Ja, wir haben's halt gemacht. Verstehst du? Ich war so nervös. Knochenwanz-Trophäe, Wünschelrute. Damit können wir dann auf Silber- und Eisensuche gehen, richtig? Den hat er gefällt für uns, den Baum. Wir haben ihn geschafft, Leute. Sehr, sehr geil. Willkommen! Jetzt geht's erst los, oder? Knochenwanst hat dir ein Abschiedsgeschenk hinterlassen. Wie es aussieht, war einer der vielen Knochen, die sich in diesem Ossarium befanden, deine Wünschelrute. Dieser Knochen beherbergt eine mächtige Magie, die dich zu Dingen führt, die unter der Erde verborgen liegen. Sie führt dich nicht nur zu Silbervorkommen, sondern auch zu vergrabenen Schätzen. Danke, Hugin. Ach, die muss ich nicht... Diese uralte... Lass mich mal gleich mal gucken, wenn ich die drück. Und jetzt muss ich die immer irgendwie aktivieren oder so? Ablegen, anlegen. Du spürst versteckte Objekte. Wie spüre ich denn die? Ist das so ein... Die tauscht den Platz mit ihmchen hier, ne? Ah, alles klar. Wollen wir den Kopf noch aufhängen? Wünschelrute ist aktiv. Ich nehme an, wenn ich irgendwo an was Verborgenem bin, wird es mir angezeigt, ne? Wir haben es geschafft. Herrlich, freue ich mich. Ich sammle noch ganz kurz die paar Sächeln hier ein. Jetzt pass auf, was mir nämlich auch jemand gesagt hat. Ich kann die Bosse nochmal machen. Und ich bekomme dann mit Glück den Schädel zum Beispiel vom Hirsch. Und da sollte man die Tage vielleicht einmal den Hirsch im Nahkampf probieren, dass wir das auch mal gemacht haben. Und uns die Trophäen holen. Aber da möchte ich erst im Turm den oberen Stock aufbauen. Ne? Guck mal, hier liegt überall noch Zeug rum. Ich nehme das gerade mal. Ha ja, jetzt haben wir ein bisschen Ruhe verdient, oder? Ich würde sagen, wir kümmern uns um den oberen Stock vom Turm. Und wir werden diese Exploration-Runde machen zu diesem Berggebiet. Ob das vielleicht unser erstes Schneegebiet wird? Das war's. Ich habe alles eingesammelt. Schöne Geschichte. Was ist denn eigentlich das für ein Stein gewesen? Den haben wir gar nicht angeguckt, ne? Was? Sieh dir ihre Überreste. Okay, verstehe. Hier liegt auch noch Zeug. Ach, schön, ich genieße es gerade. Der Kampf war aber recht zügig. Ich dachte, dass wir doppelt so lang kämpfen werden. Ich nehme an, die Ausrüstung hat jetzt hier richtig schön reinkauen. Leute, lass uns den Kopf noch kurz wegbringen, ja? Lass mich kurz überlegen, wir laufen zusammen. Die machen wir jetzt noch zusammen fertig, hier die Geschichte. Und morgen geht es dann schön weiter bei uns. Nächstes Zielgebiet ist auf jeden Fall das Schneegebiet. Da werden wir dann auf Wölfe stoßen, auf Golems. Wir werden uns auf jeden Fall Winterkleidung besorgen. Frostresi habe ich schon gebaut. Die Tage. The Bone Mass. Ja, der war jetzt machbar. Der war jetzt machbar. Ich glaube, das ist nur schlimm, wenn du da hingehst, komplett unvorbereitet. Dann wird er dich erstmal... Aber der Giftrank, der macht's Nötigste. Ein bisschen gebufft war mal, alles gut. Was machst du bei meinem Schiff? Huch. Der Bodenmess war leichter zu treffen, gell? Wie habe ich ihn genannt? Knochenschlotzer. Der Knochenschlotzer. So, Leute. Traumi. Hat gut hingehauen. Sind wir stolz auf uns. Wo müssen wir jetzt hin? Den Kopf aufhängen müssen wir ins alte Gebiet, ne? An unseren Äckern vorbei. So, Leute. Ich hoffe, ich habe die Trophäe eingesammelt. Tschüss. Müsste dann hier sein, ne? Ja. Warte mal. Hä? Achso, ich muss es erst aktivieren, gell? Und das ist, glaube ich, eine Resistenzgeschichte irgendwie. Ey, aber der Bonemess hat ja nur so einen kleinen Schädel. Kommt da nichts Größeres? Knochenwanst. Okay. Ich dachte, das ist auch sowas. Naja, also ich würde sagen, die Trophäe, die brauchen wir auf jeden Fall als Eingang zum Turm. Das machen wir einfach. Das machen wir einfach, Leute. Morgen, spätestens übermorgen, hole ich mir das Geweih. So, das war's. Jetzt kann ich den aber leider aktuell nicht triggern, ne?
Okay. Dann würde ich sagen, ich gehe rüber in die nächste Folge. Ich bereite wieder ein paar Materialien vor. Und dann können wir morgen dem Turm ein bisschen mehr Glanz verleihen. Weil unten ist ja das Lager. Und die Werkstatt ist EG, das bleibt so. Ich werde die nur schöner verteilen. Also praktisch den Werktisch von der Schmiede und von der Werkbank schöner verteilen. Oben möchte ich dann wohnen, weißt du? Im oberen Stock. Da möchte ich ein bisschen Housing machen, dass wir den Ausgeruht-Bonus volle Hämmer kriegen. Und dann halt noch ein schönes Dach irgendwie drauf. Das würde ich mir gerne angucken. Habe ich was daneben geschmissen? Nö. So, das war's. Ich switch rüber, meine Lieben. Würde mich freuen, wenn ihr morgen weiter dabei seid. Es geht in Richtung Schneegebiet. Natürlich, gedanklich spielt man schon mit dem vierten Boss, aber da ist noch ein bisschen Weg bis dahin, ne? So, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen.